Hallo und herzlich willkommen im Sportsfeld auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren Runde vom Arbeiter zum Unternehmer. Ja, ich hoffe, geht's euch gut? Ist jetzt alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und wir befinden uns um 5 Uhr auf Nacht hier nur in Ancona und fahren jetzt hoch nach Turin. Ich hoffe, heute ohne größeren Zwischenklappbaums. Biege nach links ab. Ja, das ist super, dass du da so stehen bleibst. Biege nach Wir links ab. haben einen Lebensmitteltanker hinten drauf. Den braucht man gerade überstehen. Und dann schauen wir, dass wir eine weitere Fracht Kreisverkehr, dritte nach Ausfahrt nehmen. Innsbruck kriegen. Aber wenn wir in Turin sind, entweder kriegen wir gleich die Kleidung Nimm diese oder am Ausfahrt. nächsten Tag. So. Grüße gehen natürlich Ihr raus an müsst meine rechts abbiegen. Sportsfreunde, an die Großen und die Kleinen, an die neu dazugekommenen und die Veteranen, die was schon lange hier bei mir auf meinem Kanal sind. Biege nach rechts ab. Schön, dass ich hier den Weg zu mir vom Arbeiter zum Unternehmer gefunden habe und ich hoffe, ich kann euch mit den Let's Play ein wenig unterhalten. So, schau mal, volle Fahrzeit haben wir. 8,5 Stunden werden wir es schaffen. Also sogar vielleicht unter weniger. Wir haben ja einen hochgezügelten Lastwagen. Wo ich vergesse natürlich, Grüße gehen natürlich raus an meine YouTube-Kollegen, an Maisy on the Road. Macht absolut geile ETS2 und ATS2-Videos. Genauso wie Grüße rausgehen an Traka Andal. Macht auch absolut geile ETS2-Videos mit den Classic Trucks und mit auf Achse. Genauso wie der JJ on Tour mit seinem Frankenliner. Der Harry, der selbstständige Dion und der Stefan on the Road machen natürlich auch hier super Content. Genauso auch wie der Badora macht jetzt zwar keine ETS, ATS oder LS-Videos, aber macht natürlich auch super Content. Schaut's bei den Jungs auf die Kanäle vorbei. Hinterlasst einer ein nettes Abo, ein nettes Kommentar und ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Und was wichtig ist und was für uns alle YouTuber wichtig wäre, der Daumen nach oben, meine lieben Sportsfreunde. Weil da würdet es uns ziemlich hier auf YouTube weiterhelfen. Wenn es den Daumen nach oben Button kaputt schlagst. So, der Silo, der ist bei der Bäckerei. Wir haben den da angeschlossen. Oder auch nicht mehr, ich weiß nicht. Also er ist mal nicht mehr auf dem Firmengelände gewesen. Dafür haben wir ja eine andere Rückladung gekriegt. Aber mich hätte es auch nicht gestört, dass wenn der andere da viel gelohnt hätte. Aber viel lohnt hätte man ja selber können und dann hätte man unsere Fahrt Richtung Süden weitergeführt. Oder Richtung Norden war ja auch noch gegangen. So. Mal schauen, dass man das Ski ab da lernt. Meldung habe ich jetzt noch nicht gekriegt, ob der Volvo schon da ist oder nicht. Also vorhin, wie ich aufs Handy geschaut habe, habe ich noch keine Nachricht, keine E-Mail erhalten.
Ah, du Krawattentracker. Zieh Führer. Naja, ein bisschen von der KI und vor allem von die das dir von meiner umerziehend. Jetzt haben wir da eine Pattsituation. Und jetzt kann der BKW-Fahrer wieder Gas geben. Jawohl, hervorragend. Er ist auch so ein Held. Aber jetzt schnupfen. Laufen wir da einen Gang und dann aussitzieren und dann noch da hinten bremsen. Jawohl. Der John ist so wie ein Käferzüge, der John kommt jetzt dann zu mir nach Innsbruck. Von Günther und von der Vicenzia, der Neffe von Gim. In Palermo unten nur und die Firma, die bleibt jetzt auf dem Stand von zwei Lastwagen unten. Aber nichtsdestotrotz, meine lieben Sportsfreunde, ich möchte International Transport hier nach vorne bringen. Wenn wir schon einen guten Standort haben mit Innsbruck. Wenn man mal die Freiheit genommen hat, ein paar Innsbrucker Firmen anzuschreiben. Man eh das fixe Frechter reinkommen kennt. Als Geschäftsführer nehme ich immer die Freiheit. Günther hat jetzt hier unten neben den Anachese und ein Cargo Line und ein Mappy oder wie man den ausspricht, aus fixen Kunden und ein paar kleine andere oder bei anderen Kunden oder auch noch. Wo haben wir es denn da? Verträge, mein schlauen Zettel, weil meine schlaue Excel-Tabelle. Bitte links halten. Für den, der das erste Mal hier zuschaut, der Eni, der Mappi, der Agese, der Cargo Trans, der Polarline ist auch mittlerweile hier ein Kunde von uns, der Steinbruch natürlich, die WGC ist ein Kunde, der Eurogodis und der KV. Das sind hier so die Kunden, die was wir haben. Und ich möchte jetzt natürlich schauen, was wir da noch Kunden dazu bringen. Damit das Geschäft nämlich wächst. Ich möchte mich nämlich auch als Geschäftsführer beweisen, dass die Filiale, um die wo es hier bei mir geht, dass die nämlich wächst und gedeiht, meine lieben Schwarzwälder. Das wäre natürlich absolut wichtig. Und dazu gehört auch schauen, dass wir so wenig wie möglich Leerfahrten machen, weil Leerfahrten kosten Geld. Das sind Kilometer, in denen was man nichts verdient. Aber sowas wird es halt auch geben. Sowas wird es halt auch geben. Schöner Sonnenuntergang. Ist doch gleich mal ein Screenshot wert. So, jetzt sind ja zwei Erfahrungen gemacht.
Ah, können wir leicht, müssen wir leicht aufwickeln, können wir. Eiland. Ja, ich habe ziemlich gut geschlafen. Hab nachdem, dass wir unseren Auflieger angestellt haben, den dann gleich aufgenommen. Der war schon fertig vorgeladen. Bitte rechts halten. So, zwei in der Früh. Gute Stunde haben wir uns Chance geholt. Jetzt rechnet es neu, also 17 plus 9, dann habt ihr die Vorzeit, was wir heute haben. Und um 1.06 Uhr sind wir dann bei der Firma. Müssen wir schauen. Schauen wir uns mal das ganze Ding vor Ort an. Ihr seht hinten den Kasten, da ist alles drin, was er zum Abladen braucht. Also von dem her war ja das jetzt gar keine so schlechte Tour, wenn wir ihn weiter führen könnten, aber ist ja gerade eine Überstellungsfaste. Schubbodenkipper ist jetzt momentan mein Geschäft und da möchte ich wieder zurückgehen. Also ja, ein Diplomat, den ich nicht benutze. Ich kann es ehrlich sagen, wenn ich im Spaßfreunde, wer bis hierhin geschaut hat, so eine Real-Life-Story von mir. Ich bin 2018 das letzte Mal mit dem Lastwagen in Italien gewesen. Und ich muss euch ehrlich sagen, auch wenn ich jetzt momentan Nahverkehr fahre, aber so manchmal geht mir das fern vorne. Also es gibt Tage, da wo ich mir echt denke, hey, wie geil war es einfach. Einmal Richtung Venedig fahren, Richtung Rom fahren. Ich hab mein bester Freund, der ist selbstständig als Fernfahrer. Der war jetzt vor ein paar Tagen in Süditalien. Er hat gesagt, er hat gewaltige Fotos gemacht auf Instagram. Der hat selber gesagt, hey, das war so schön unten. Das geht mir manchmal an. Manchmal geht's mir. Aber für das haben wir ja das ETS-2-Universum. Ja, da ist man auch schnell wieder daheim. So, da. Aber Real Life sage ich, ein paar reale Firmenmods habe ich wieder mit reingenommen. Dass es ein bisschen interessanter wird. Ein bisschen abwechslungsreicher wird. Ich glaube, da sind sogar die Firmennamen auf die Zugmaschinen um. Macht das Ganze nur ein bisschen spaßiger. Zum Fahren. Ja,
Ja, ich weiß nicht, wie wir da so nur so seitliche Vorigen reden. Aber da gibt es einen Motor, aber den keine Ahnung, wie der heißt. Ich weiß nicht, ob es ihn am SCS vom. Ich weiß, dass ihn einer hat. Einer ist für die YouTuber, die was ich verfolge, aber wie der heißt, weiß ich nicht. Und gibt es den auf Steam oder im SCS-Forum? Wenn das wer weiß, kann man es ja gerne hinschreiben. Schmälert sie wieder die Kasse, schmälert sie wieder. Grad haben wir es aus, 12.979, ja, das passt ja gut. Haben sie einen Raser aufgehalten, oder? Ich weiß auch nicht, wo das Gaspedal ist. Junge, wir haben keine Zeit für dein Lulli da vorne. Pass auf, müssen wir hin. Das jetzt rumfahren, dann ist es auch nicht richtig. Ja, rechts. Ah, ist schon richtig gewesen. Nimm die Ausfahrt rechts. Torino! Da. Texte ist um 0:40 Uhr Kemmerhut, das ist ja hervorragend. Kilometer, und das schaffen wir ja ganz leicht. Haben wir einen Dienstag auch schon geschafft mit dem Schwarzwende. Das passt ja. Aber war es noch gut, wenn wir gleich eine Rückladung kriegen. Wie gesagt, das Überstellergeschäft, das ist war jetzt nicht so mein Fall. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Mit einer Flüssigkeit. So schnell in die Kurve reinfahren ist auch ein bisschen riskant mit dem Schwarzwende, weil es kann dann alle ausschlagen, wenn sie auf die Gerade kämpfen. Viele Tankwagenfahrer, also egal was haben, die liegen nach der Kurve, nicht in der Kurve. Weil die Flüssigkeit ja nur jetzt so quasi hin und also, das ist so viel schön, dass die Flüssigkeit. Jetzt, wisst ihr, was ich meine? Ich höre es oft bei meinem Tankwagen. Wenn ich jetzt
die kann man für hier bis Buschlag, weil sonst hat es ja bei einer Vollbremsung hat es ja oben ausgedrückt bei der Überflüssigung, bei der ich zu sehr einen Schlag kriegt. Und da heißt dann auch, weil wenn ich dann stehen bleibe, dann schaukelt das Auto noch so ein bisschen. Und du hörst es im Tank hinein. Und du hörst es dann auch, weil leiser werden das. Schupp, schupp. Setzen wir das nochmal. In der Nacht sieht man jetzt nicht so viel, gell? Aber es nutzt halt nichts. Die Firma braucht Geld. Wir haben jetzt Streiks hinter uns. Wir haben Lastwagenfahrer hinter uns, die was einfach irgendwo eine Lastung abgestellt haben, dass sie die wiederholen haben müssen. Da kann man sich es nicht so aussuchen, meine Sportsfreunde. Da kann man sich es einfach nicht so aussuchen. Jetzt nicht fast, dann fahr halt ich. Torino, da sind wir. Rechts halten und dann aus. Da sind wir da am Torino Ost. Nimm die Ausfahrt rechts. Ah, 16, was? 6 Kilometer sind es noch, nicht 16. Erster Aufenthalt in Turin, meine Sportsfreunde. Zurückrollen. Kriegen wir gar nicht. Schau, Aldi. Und ich wusste, dass es in Turin ein Aldi auch gibt. Oder sich irgendwas für ein Aldi in Deutschland. Biege nach links ab. Demnächst links abbiegen. Neu berechnen. Es sollte jetzt sein müssen.
Es hat jetzt sein müssen. Neue Route finden. Als es zeitlich von der Vorzeit her ausgeht. Lass mal beim kleinen Iveco-Händler vorbeischauen. Biege nach rechts ab. So. Transit net. Naja, dann sollen wir umhalten gehen, wo wir den hinstellen dürfen. Dann melde ich mich dann gleich wieder, wenn ich weiß, wie es weitergeht, meine lieben Sportsfreunde. Bis gleich. Ciao, meine lieben Sportsfreunde. Dann nehme ich wieder mit ins Geschehen. Jetzt hätte ich fast den falschen Auflieger gekuppelt. Wir haben jetzt hier übernachtet auf dem Hof. Und kuppeln jetzt hier mal um. Lass uns loslegen. So. Lass uns mal aussteigen. So. So, Bolzen aus, Bolzen 2. So, Führerklappen und hoch und 1, 2, 3, 4 und wieder runter. Zack. Selbst Harry, siehst du, ich bin auch nicht perfekt. Du weißt, was ich meine. So, also. Start haben wir ja schon. 10 Uhr Vormittag, 9 Stunden haben wir Zeit. 13 Stunden Vorzeit. Wir haben es Mittwoch, wir haben es Dienstag, 10 Uhr. Wir freuen uns, ich werde eigentlich noch Strecken jetzt mitnehmen. Heute, das ist Pferde. Hier haben wir die 9 Stunden. Schweiz, bis daher, vielleicht 7 Stunden 55, vielleicht können wir ein bisschen weiter. Simi, was haben wir da? Aber oh, das ist schon zu weit. So. Ja, Zeit zu gehen. 8 Stunden. So. Biege nach links ab. Ja, gar nicht gewusst, dass RD-Lok jetzt auch auf grüne Volvos umstellt. Aber so ist es halt einmal. Das nehme ich eigentlich nur mit bis nach Turin raus. Vielleicht ein Stückchen weiter noch. Und dann werde ich das nächste Mal dazu holen, wenn ich die Ruhepause beendet habe. Aber ich glaube, das mit den knappen 8 Stunden, das passt ganz gut, bis wir da außen sind. Da können wir schon hin. Und von Nürnberg aus nachher fahren wir nachher wieder eure. Schau ich, dass wir was kriegen Richtung Süden. Ich brauche meinen Schubboden wieder. So, auf geht's.
Irgendwann werde ich mir das Getriebe ruinieren. Bitte rechts halten. Jetzt sind wir auf Kurs, meine Sportsfreunde. Geht's da hin? Schauen, was die nächsten Wochen nur bringen. Irgendwas werden sie schon mit mir vorhaben, weil ich komme einfach nicht Richtung Heimat zu, da die sagen. Aber heute mal erst Dienstag. Immer geradeaus. Nachricht? Ah, Volvo. Sehr geehrter Herr Wolf, Ihr Volvo wurde geliefert. In 2 Tagen ist er abholbereit in der Werkstatt. Es passt ja ganz gut. Unser Volvo ist gekommen, meine Sportsfreunde. Unser Volvo ist gekommen. Also meiner nicht, ich habe ja mein Volvo, aber der für den John, der Volvo ist gekommen. Das passt ja hervorragend. Der Dispo eine Sprachnachricht schicken, damit das sie sich auskennen. Wo haben wir es denn? Oder? Servus Oli, da ist dein Spiel. Du, ich hab gerade eine Nachricht gekriegt. Der Volvo ist in 2 Tagen bereit für den John. Dann wisst ihr es, wie ich es zum Disponieren hab's. Wie der. So. Ich will kurz schnell was auf der Karte schauen. Mich das interessiert. Wo sind wir denn da? Sind da oberhalb von Turin. Okay. Aber ich würde sagen, meine Sportsfreunde, da auf der Landstraße wird jetzt wahrscheinlich eh nichts mehr Spannendes passieren. Dann werde ich mich jetzt hier von euch verabschieden. Ich hole euch dann beim nächsten Mal dazu, wenn ich die Ruhepause gemacht habe. Ich hoffe, die Folge hat euch ein wenig gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Über das eine oder andere Kommentar würde ich mich natürlich auch freuen. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke hier aktivieren, so dass, wenn es hier vom Arbeiter zum Unternehmer weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich Ihnen bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann du dir hier dieses Video schaust. Okay.
vergesst mal meinen Leitspruch nicht. Respekt kommt vom Wort respektieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem meinen Sportsfreunde, dies ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HP. Servus.